Seit gestern ist Apples neue Programmiersprache Swift verfügbar und darauf werfe ich heute mal einen ersten Blick. Ich habe mal hier Xcode 6 Beta installiert und da gibt es jetzt eine schöne Funktion, New File. Und hier kann ich mir jetzt einen Spielplatz, einen Playground einrichten. Und das mache ich jetzt auch mal. Playground-Datei, erster Blick. So, da ist sie. Und hier haben wir ein kleines Programm schon mal. Das erweitern wir mal vielleicht zum vollständigen Hello World mit einem Printline. Und dort geben wir jetzt diesen String auch mal aus. So, und ich sorge jetzt dafür, dass es gleich ausgeführt wird. Und hier oben sieht man den Konsole-Ausgabe Hello Playground. Und umso bald ich hier was ändere, verändert er auch die Ausgabe. Also das Programm wird ständig ausgeführt. So, jetzt machen wir aber mal ein bisschen was anderes. Ich lösche das Ganze mal raus und lege mal eine Variable 1 an und eine Variable x mit dem Wert 1 an. So, und jetzt, es sieht schon so ein bisschen aus wie JavaScript. JavaScript ist ja untypisiert. Jetzt könnte ich dem x einfach ein foo zuweisen und schau mal, was passiert. Zack, da kommt ein Fehler. Ich kann jetzt hier so, wie wir es von Xcode oder von Eclipse gewohnt sind, sehe ich gleich hier eine Meldung und kann draufklicken, was hier nicht stimmt. Und dann sagt er, nee, er kann jetzt nicht das umwandeln. Also hier oben musste ich keinen Typ verwenden, aber er hat auf den Typ geschlossen aufgrund der 1. Ich hätte aber auch den Typ explizit angeben können. Also da haben wir so ein bisschen was von den Programmiersprachen ML, Scala, Groovy. Vor allem, was mir auch gefällt, wie bei Groovy, ich muss hier keine Semikolon hinter die Zeilen setzen. So, jetzt verändern wir mal das, dass das Ganze klappt. Ich weise jetzt x den Wert 2 zu. Und ja, jetzt geben wir mal x aus. Das kann ich auch einfach so machen, dass ich hier x dran schreibe. Und dann seht ihr hier rechts, aha, ja. Drüber der Ausdruck hat natürlich auch schon den Wert 2 und in x steht 2 drin. Wunderbar, hat funktioniert. Und ja, bei Swift habe ich da gleich schon mal was entdeckt. Da habe ich gedacht, das kommt mir doch bekannt vor. Let, genauso wie in bestimmten Lisp-Dialekten, ich kann x als nicht veränderbare Konstante anlegen. Let x gleich 1. Und dann sehe ich, dann kriege ich hier einen Fehler, wenn ich versuche, x2 einen anderen Wert zuzuweisen. Also das ist jetzt schon mal ganz revolutionär eigentlich, weil wir damit der funktionalen Programmierung ein gutes Stück näher kommen, dass wir hier keine Veränder oder wir haben die Wahlmöglichkeit zwischen Variablen, die veränderbar sind, und diesen Konstanten hier. Ja, machen wir mal weiter. Schreiben wir mal eine Funktion. Ich schreibe mal eine Function, add. Und jetzt kann ich hier meine Parameter auflisten. Als Parameter liste ich mal hier auf ein Aggregat. Und als Typ nehme ich mal, oder Aggregat, machen wir es einfacher, bei add ist es A. Ja, ich versuche mal ein kleines A zu machen. Doch. Das ist nur der Assistent, der mal das Große anzeigt. Ein Int und B ein Int. So. Und zurückliefern tun wir auch ein Int. Und jetzt machen wir hier noch einen Block und sage, wir geben zurück A plus B. Okay, damit hat er mal eine Funktion angelegt. Was kommt denn hier, wenn ich jetzt einfach nur add eingebe als Ausdruck? Das möchte ich auch mal ausprobieren. Zack. Nee, das funktioniert hier nicht. Ich muss es gleich aufrufen. 3,4 und kriege hier 7 zurück. Wunderbar. Jetzt machen wir da noch ein bisschen was Sinnvolleres oder Anspruchsvolleres damit. Ich lege jetzt mit let wieder eine Konstante an, und zwar ein Array mit ein paar Zahlen drin. Okay. Und jetzt, ja, probieren wir mal was von der Funktion
Optionale Programmierung. Ich rufe auf X ein Reduce auf, haben wir hier auch dabei. Und da kann ich sagen, okay, der initiale Wert, der soll jetzt 0 sein. Und jetzt erwartet er eine Funktion, mit der er jetzt ja, die Werte reduzieren kann. Und diese Funktion, die erwartet hier als erster Parameter irgendein Typ. Und das ist auch der Typ, den diese Funktion zurückgibt. Und der zweite Parameter hier, da erwartet er schon mal ein Int. Aber ich glaube, das ist erst gekommen, nachdem ich hier vorne die 0 reingeschrieben habe. Was passiert, wenn ich hier... Ah, nee, nehme da hier nicht an, aber ich lasse mal die 0 drin. Und ja, gib ihm hier oben mal jetzt die, übergib ihm die Add-Funktion. Yep. Und wunderbar, hat schon geklappt. Er hat mal jetzt mein Array aufaddiert, also er hat gerechnet 0 plus 1 gibt 1, 1 plus 1 ist 2, plus 2 ist 4, plus 3 ist 7. Das passt. Ja, anstatt hier so eine Funktion reinzugeben, gibt es jetzt hier nochmal ein paar andere Schreibweisen. Also ich könnte jetzt genauso gut hier reinschreiben, einfach hier so eine anonyme Funktion, eine Closure könnte ich hier machen und könnte sagen, okay, ich sage jetzt das Aggregat plus nächster Wert und er soll jetzt a plus b rechnen. So. Okay. Da hat er was dagegen. Da ist ein Fehler da. Ah ja. Wunderbar. A plus n. Macht das so. Er führt es jetzt fünfmal aus. Ich kriege jetzt nicht direkt einen Wert zurück. Da machen wir jetzt einfach nochmal einen Trick. Let result gleich. Und dann gucke ich, was in R drin steht. 7 funktioniert. Ja, und jetzt machen wir nochmal eine alternative Schreibweise. Ich mache mal jetzt hier R2. Und anstatt jetzt hier die Parameter festzulegen und hier der Body von der Closure, greife ich jetzt mal direkt mit $0 und $1 auf den ersten und zweiten Parameter zu und gebe dann das R2 raus und auch das haut hin. Ja, ich bin begeistert. Also mir gefällt das Ganze wunderbar. Ich bekomme da, es sieht zunächst mal so aus, fast schon wie hier JavaScript. Ich habe ein Swift, ich erkenne unheimlich viel von verschiedenen Programmiersprachen wieder. Also heute war es ein bisschen mehr von JavaScript, ein bisschen von ML, ein bisschen von Scala, ein bisschen von Groovy. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Swift ist natürlich auch objektorientiert, wenn man das möchte. Wenn man möchte, kann man im funktionalen, drücke mal es präzise aus, im funktionalen Stil programmieren. Muss man aber nicht. Und wir haben hier wieder eine sehr gute Integration in Xcode. Also das löst unheimlich Begeisterung aus und ich kann es gar nicht erwarten, hier weiterzumachen. Also ich schätze mal, ich werde mal ja heute auf der Zugfahrt die nächsten 5 Stunden mit Swift um die Ohren hauen und hoffe auch, dass ich dann den nächsten Tage euch mehr zeigen kann. Vielleicht mal ein Stück objektorientiertes Swift. Vielleicht machen wir hier auch eine kurze Reihe rein. Vielleicht zeige ich euch auch noch mal ein paar neue Funktionen vom Xcode 6 Beta. Ja, wenn ihr die nicht verpassen wollt, ja, dann subscribt einfach. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren und bei eurem ersten Blick auf Swift. Bis dann. Tschüss.